Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir die wichtigste Atemtechnik des Yoga. Ganz wichtig ist, dass du mal zuerst weißt, worauf du achten solltest beim Atmen. Erstens, sanft atmen. Viele Menschen meinen tief atmen und holen so tief Luft. Das wird auch viel gesagt, man sollte tief atmen. Nein, das ist nicht so gesund fürs Herz, fürs Nervensystem, für die Lunge. Sondern ist dieses langsame, sanfte Atmen. Ganz sanft, gar nicht so viel. Und dass es eben angepasst ist an deine Lunge, an deinen Rhythmus, an deine Persönlichkeit. Und das ist sehr, sehr individuell. Also sanft und an dich angepasst. Das ist das Entscheidende beim Yoga-Atmen. Viele Yoga-Leute atmen viel zu schnell, zu hektisch in den Übungen. Und dann wird dein Geist nicht wirklich ruhiger werden, dein Herzschlag wird sich nicht verringern und es geht beim Yoga nicht um Leistung, auch wenn das oft heute so dargestellt wird in irgendwelchen Verrenkungen. Eigentlich geht es beim Yoga um die Verbindung mit der Weisheit und das geht nur, wenn der Atem sanft ist. Dann kommst du in diesen Zustand. Sanft, angepasst. Dann ganz wichtig ist auch, dass dein Atem gleichmäßig ist, also dass du nicht so wellenartig atmest, sondern dass das eine Atemwelle ist, die gleichmäßig ist. Denn wenn der Atem gleichmäßig fließt, dann kommt auch das Herz, das wichtigste Organ, in diesen Rhythmus. Denn dein Herz reguliert alle Rhythmen, nicht nur das Nervensystem, es reguliert auch das Gehirn, es reguliert auch deine Hormone. Und das ist ganz wichtig, dass es gleichmäßig fließt. Also wenn du so abrupt übst, einmal schnell, einmal langsamer, so ganz unrhythmisch und ungleichmäßig, dann wirst du nicht wirklich die Erfahrungen machen, die du mit der Yoga-Atmung machen kannst. Und das Dritte, was auch ganz wichtig ist, dass du langsamer atmest. Also das heißt Pranayama, den Atem ausdehnst, auch bei den Körperübungen. Und wenn du zu schnell übst, dann kommst du einfach in die Gymnastik. Eigentlich müsste viele Yoga-Leute ihre Übungen Yoga-Gymnastik nennen. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. Das ist einfach, weil du dann nicht Yoga erfährst. Wenn du hektisch, leistungsbezogen, auch vielleicht ein bisschen mit dem Ehrgeiz auf Perfektion, das kommt ja aus dem Ego, Perfektion, wenn du aus so einer Haltung heraus übst, anatomisch ganz genau zu sein, ganz präzise, dann wirst du in der Atmung nicht so ganz langsam sein, nicht leicht sein. Also die Atmung sollte lang sein, Pranayama ausdehnen und leicht sein. Ganz wichtig, dass der Rhythmus dir leicht fällt. Das ist also nicht dieses Tiefe, wie viele denken, wieder auf Leistung bezogene, sondern sanfte. Das ist das Weibliche, der weibliche Pol der Atmung. Und das Lange, das Ausdehnende, das ist der männliche Pol, das ist die Fülle auch. Und beide Pole, wenn die in der Harmonie sind, sanft und lang, dann wirkt der Atem Wunder und hat eine Magie. Verändert dich, transformiert dich, heilt dich, erneuert dich, die Zellen. Und dann haben die Yogis die Kehlatmung praktiziert. Und die Kehlatmung, wie es schon der Name sagt, läuft über die Kehle und diese Übung machen wir jetzt gleich und dann kannst du die Atemtechnik gleich erfahren. Wir machen ein Geräusch im Kehlkopf, also wir atmen mal ein durch die Nase und atmen aus mit dem Geräusch und bringen die Hände zusammen. Leicht den Kehlkopf zusammenpressen, ganz sanft ein durch die Nase. Und aus, mit dem Kehlgeräusch. Dann schließ deine Augen, mach das ein paar Mal, ein durch die Nase. Aus, mit dem Geräusch. In deinem Rhythmus. Mach das ein paar Mal. Und nun beginne auch beim Einatmen mit dem Geräusch, indem du den Kehlkopf leicht verengst
und aus. Wiederhole das, einatmen, ein sanftes Geräusch, die Hände öffnen sich. Ausatmen, die Hände kommen wieder zusammen, mit dem Atemgeräusch und finde deinen Rhythmus, sowohl beim Ein- und beim Ausatmen, langsam, gleichmäßig zu atmen, mit dem Atemgeräusch. Das Atemgeräusch ist ganz sanft und gleichmäßig. Und die Ein- und die Ausatmung sind beide gleich lang, denn beide Pole sind gleich wichtig. Die Bewegung mit den Händen hilft dir, den Atem zu verlängern. Die Kehlatmung hilft dir. Der Sound, das Geräusch hilft dir zu hören, ob der Atem sanft und gleichmäßig fließt. Nun bring die rechte Hand, die Finger aufs Brustbein und die linke Hand, die Finger auf den Solarplexus, etwas oberhalb vom Bauchnabel. Eine geheime Technik aus dem Yoga. Atme ein, Fokus Brustbein. Bis der Atmen unten in den Fingern ankommt im Bauch. Ausatmen, Fokus Solarplexus. Der Bauch zieht nach innen ganz von alleine. Und einatmen, den Fokus wieder aufs Brustbein. Und ausatmen, Fokus im Solarplexus. So finde deinen Rhythmus ganz langsam. Mit dieser Atmung verbindest du das Bauch und das Herz und das Gehirn. Das Bauch, Gehirn, das Herz, Gehirn und das normale Gehirn. Langsam, sanft, gleichmäßig atmen. Einatmen, Fokus Brustbein, ausatmen, Solarplexus. Beobachte, ob es dir gelingt, den Atem zu verlängern, ohne dich anzustrengen, ganz leicht. Und beobachte, ob der Sound, das Geräusch ganz harmonisch fließt, wie eine Welle im Ozean. Nun löse beide Hände, die Finger,
Leg sie auf die Oberschenkel, richte deine Wirbelsäule nochmal auf. Und nun spüre deine Atmung, die natürliche Atmung. Kannst du wahrnehmen, dass dein Atem jetzt langsamer fließt? Kannst du wahrnehmen, dass dein Atem sanfter fließt? Und kannst du wahrnehmen, dass dein Atem gleichmäßiger fließt? Und kannst du wahrnehmen, dass du nach dieser kurzen Übung jetzt in der Kohärenz bist, in der Balance bist, ruhig, zentriert, klar, wach, entspannt. Der Atem ist der Schlüssel zur Gesundheit, zur Heilung und zur Transformation. Dann öffne langsam die Augen, nimm deine Hände wieder vorne zusammen und jetzt zählen wir das mal. Wir atmen ein mit der Kehlatmung. Bis du fertig bist, das geht bei mir sehr lange. Wenn du dann fertig bist, atmest du aus und zählst einfach mal deine Atmung, wie lange du jetzt atmen kannst. Kannst die Augen wieder schließen, zähle mal deine Atmung. Ohne dich anzustrengen, ohne dich zu überfordern. Und vielleicht ist das die längste Atmung in deinem ganzen Leben. Ganz ohne Ehrgeiz, mach ein paar tiefe, eben langsame, sanfte, gleichmäßige Atemzüge. Und genieße so zu atmen, es ist eine Befreiung, eine Erleichterung. Und dann nimm deine Hände vors Brustbein. Öffne deine Augen. Von Herzen wünsche ich dir, dass du diesen Atem immer wieder erfahren kannst und immer wieder auch übst mit dieser Technik der Kehlatmung, der Ujjayi-Atmung und dadurch länger, gesünder, glücklicher, erfüllter, friedvoller, freudvoller erleben kannst. Namaste.